Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich im Rahmen des Studium Generale, Ihnen heute über das Thema der Aggression und der Gewalt im Tierreich und letztendlich auch bei uns Menschen berichten zu dürfen. Sie haben schon gehört, normalerweise beschäftige ich mich mit Arzneipflanzen, mit Pharmakologie, mit Phytochemie und mit Ornithologie. Das Thema der Aggression ist eigentlich nicht so ganz auf meiner Agenda, wenn ich nicht, wie Frau Strahl richtig erzählt hätte, vor ein paar Jahren als Fellow des Marsilius-Kollegs, also einer ganz tollen Einrichtung in unserer Universität, in dem sich Kollegen aus allen Fakultäten ein Jahr lang regelmäßig treffen und miteinander diskutieren. Und in dieser Phase habe ich mich mit dem Thema Altruismus und Gewalt intensiv auseinandergesetzt. Daher steht mein Mut, Ihnen heute einen Vortrag zu halten über ein Thema, was eigentlich eher am Rande meiner Kompetenz liegt. Ja, was wird Sie in den nächsten paar Minuten erwarten? Zunächst einmal leben wir in einer Welt, in der es nicht selten ist, dass Gewalt vorkommt. Gewalt, wenn man Biologe ist, wird man überall in der Natur erkennen, oder aggressives Verhalten. Ich sollte vielleicht vorweg sagen, wenn ich Gewalt und Aggression nehme, betrachte ich die weitgehend synonym in meinem Vortrag, obwohl das nicht sind. Also deshalb seien Sie nicht überrascht, dass ich beide Begriffe benutze. Eine große Frage, die sich allen stellt, woher kommt die Gewalt, insbesondere auch bei uns Menschen? Wir sind ja immer etwas erstaunt, obwohl wir eigentlich ein freundliches Wesen sind, das immer wieder Gewalt aufflackt. Warum wir in den Medien ständig über Gewalt berichtet bekommen, ob wir es wollen oder nicht, sodass wir das Gefühl haben, dass wir in einer sehr gewalttätigen Welt leben. Deshalb, und das ist nicht nur heute so, haben die Menschen die Frage gestellt, sind wir eigentlich von Natur aus böse oder sind wir von Natur aus gut? Diejenigen, die sich wenig mit Philosophie auskennen, wissen, darüber haben schon wichtige Philosophen nachgedacht, zum Beispiel Thomas Hobbes im Jahre 1651, in dem er das Buch Leviathan geschrieben hat, vertrat die Meinung, dass in der Natur Krieg alle gegen alle herrscht und dass Homo homini lupus ist, also ein Mensch, der Menschenwolf ist. Das heißt, er vertrat die Meinung, wir Menschen sind eher böse als gut. Eine völlig andere Darstellung wählt dann ein Philosoph 100 Jahre später, nämlich Jean-Jacques Rousseau, der viele Dinge gesagt hat, aber vereinfacht dargestellt wird, dass er gesagt hat, der Mensch ist von Natur aus gut. Sehen, wir haben die beiden Gegenpositionen, der Mensch ist böse, die Gewalt ist immer da, und die andere Position, der Mensch ist gut, es ist nur die Umwelt, es ist nur die Gesellschaft, die den Menschen gewalttätig macht. Und Sie wissen, viele politische Systeme setzen sich mit dieser Fragestellung auseinander und betrachten und diskutieren dieses Thema. Ja, wie werde ich in meinem Vortrag vorgehen? Ich werde Ihnen zunächst eine Einführung geben in das Thema, einen Überblick Aggression und Gewalt im Tierreich. Und daraus wird sich dann sehr schnell ableiten, dass wir auch Homo sapiens als ein Teil des Tierreiches zu betrachten haben. Und wir werden dann diskutieren, wie es eigentlich mit Aggression und Gewalt bei uns aussieht. Zunächst einmal, wenn ich über Gewalt und Aggression rede, müsste ich es definieren. Und eine allgemeine Definition heißt, der Übergriff auf den Körper eines anderen ohne dessen Zustimmung. Das ist also eine sehr weit gefasste Definition, die ich hier verwenden werde. Wenn man genauer hinschaut, unterscheidet man verschiedenste Formen der Aggression und Gewalt. Es gibt physische Gewalt, es gibt psychische Gewalt, es gibt strukturelle Gewalt und Aggression. In meinem Vortrag werde ich mich im Wesentlichen aber auf die physische Gewalt, insbesondere auf die Gewalt kaprizieren, die zum Tode führen kann, also auf wirklich brutale Gewalt. Ja, steigen wir in die Zoologie ein. Wenn man sich das Tierreich anschaut, so kann man erkennen, dass Gewalt auf zwei Ebenen stattfindet. Einmal Gewalt zwischen Arten und zum anderen Gewalt innerhalb derselben Art. Und das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Ebenen. Fangen wir zunächst einmal mit dem Thema Gewalt und Aggression innerhalb oder zwischen unterschiedlichen Arten an. Da haben wir zwei große Themen, die hier im Vordergrund stehen, die sofort einleuchten.
Sie wissen, einige Tierarten leben von anderen Tierarten. Wir nennen sie Raubtiere. Sie sind im Zuge der Evolution spezialisiert darauf, andere Tiere zu fangen und zu fressen. Wenn man sich die Zähne der Raubtiere anschaut, Sie sehen hier das Bild eines Säbelzahntigers, dann erkennen Sie die riesen Eckzähne, die einem sofort Furcht einjagen. Die sind nicht von selbst entstanden in der Evolution, die haben einen Zweck, nämlich Beutefang und Beuteerwerb. Und das ist gemeinsam für die anderen Raubtiere wie Wolf, Löwe oder Tiger, unter den Vögeln bei den Greifvögeln und Eulen, vielleicht den Schlangen und die Krokodilen. Alle haben die Funktion oder ernähren sich von anderen Tieren in der Natur. Und das Töten anderer Tiere ist selbstverständlich ein Akt der Gewalt. Evolutionär gesehen kann man sagen, das gehört zur Lebensweise dazu, würde man auch nicht besonders negativ bewerten. Eine zweite Ebene, bei der Gewalt ebenfalls eingesetzt ist, ist noch allgemeiner verbreitet, nämlich Verteidigung gegen Raubtiere oder Verteidigung der Brut und der Kinder. Und das ist ein Thema, was wir universell finden im Tierreich. Sobald wir angegriffen werden, sobald Tiere angegriffen werden, das mag noch die liebenswerte Gazelle sein, so wird sie sich wehren, wenn sie nicht fliehen kann. Dort wird Gewalt auch eingesetzt gegen Raubtiere. Und Beispiele dazu sind hier dargestellt. Sie wissen, Elefanten sind eigentlich sehr friedfertige Tiere. Sobald aber Elefanten Babys haben und man in einem Nationalpark ihnen zu nahe kommt, kann es passieren, dass Mutter-Elefant plötzlich doch sehr aggressiv wird und vielleicht versucht, das Auto umzuwerfen. Bekannt für schlechte Laune sind die Nashörner, insbesondere wenn sie Kinder haben. Auch das weiß man in Afrika, da muss man aufpassen, denn die greifen sehr schnell an. Aber das ist ja keine Böswilligkeit, sondern das ist eigentlich ein Schutz der Nachkommen. Dasselbe gilt auch für Schlangen. Sie sehen hier eine Klapperschlange. Wenn sie sich bedroht fühlt, fängt sie erstmal an zu drohen. Und das ist eigentlich ein generelles Thema, was wir in der Natur finden. Verteidigung besteht auch mit Drohen. Möglichst gefährlich aussehen, sich groß aufplustern, Eckzähne zeigen, das scheint an vielen Stellen schon zu helfen. Also Drohen und Verteidigung gehört zusammen. Das ist also schon mal etwas, wo wir sehen können, weit verbreitetes Phänomen. Und wenn wir darüber nachdenken, wird man feststellen, ja, das brauchen wir sicher im Zuge für das Überleben der diversen Arten. Also hier ist es kein negatives Element. Anders sieht es aus, wenn wir über die Aggression innerhalb von Arten reden. Das ist dann häufig eher negativ belegt. Aber Sie werden sehen, auch dort gibt es in vielen Stellen einen evolutionären Sinn. Bei den Gewalterscheinungen und Aggressionserscheinungen innerhalb von Arten erkennen wir mehrere Ebenen. Zum einen finden wir, dass immer dann, wenn Ressourcen knapp werden, wenn die Nahrung knapp wird, wenn Partner knapp sind, wenn das Territorium knapp wird, dass es dann einen Wettbewerb gibt und dass dieser Wettbewerb in der Natur durchaus gewalttätig durchgeführt werden kann. Auch ein Thema, was wir diskutieren müssen, das Thema der Kindestötung, das Thema des Geschwistermords und letztendlich auch das Thema der sexuellen Gewalt. Ja, wenn man in der Natur nachschaut, findet man für alles eine ganze Menge Beispiele. Sehen eigentlich so der Inbegriff für Androhung von Gewalt. Sehen Sie einen Schimpansen, der drohend das Maul aufreißt und ganz klar auch seine Signale zeigt, nämlich Eckzähne, denen man lieber nicht zu nahe kommen möchte. Bekannt in der Natur ist der Kampf von Böcken, von Gazellen, von Rehen, von Hirschen oder von Rehböcken. Also Sie sehen, dass wenn man genau hinschaut, findet man Gewaltphänomene an vielen Stellen. Aber schauen wir uns das Ganze etwas genauer an. Schauen wir uns das Thema der Kampf um die Ressourcen genauer an. Kampf um Nahrung. Nahrung ist für die meisten Tiere, wenn sie nicht gerade Grasfresser oder Herbivore sind, ein Riesenthema. Die Herbivoren, für die genug Nahrung zur Verfügung steht, die brauchen nicht darum zu kämpfen. Das ist aber, wenn ein Tier ein
Predator ist, wenn er um Nahrung suchen muss, tierische Nahrung erbeuten muss. Diese Nahrung ist schwer zu bekommen. Und wenn sie mal da ist, sind ganz viele Mitesser da, die von der Nahrung partizipieren wollen. Und Sie sehen also hier ein Bild, ein Rudel Wölfe, die eine Beute geschlagen hat. Und hier gibt es sofort Aggression, Kampf um die Nahrung. Jeder möchte zuerst da kommen. Also er wird nicht höflich gefragt, bitte nach Ihnen. Nein, nein, da wird sofort versucht, an die Beute zu kommen. Aber jetzt ist die Natur nicht so, dass das sofort so einfach geht. Erstmal sträuben sich die Haare, das sehen Sie hier. Das heißt, die drohen, die machen sich groß. Die knurren, die bellen und versuchen den anderen erstmal so wegzujagen. Es kommt zu einer Rangelei und letztendlich kommt das Ranghöchste, häufig das Männchen, zum Zuge und darf sich satt fressen. Und dann kommen die Rangniederen an der Reihe. Unter diesen Bedingungen kann es auch durchaus schon mal richtige Gewalt geben, Bisswunden auftreten, aber letztendlich läuft das Ganze in Art eines Rituals ab. Und das scheint eines der wichtigen Themen zu sein. Die innerartliche Aggression ist nur in den seltenen Fällen darauf aus, einen anderen zu töten. Sehr häufig ihn zu beeindrucken, zu beeinflussen, ihn abzuschrecken. Todesfolgen können trotz allem auftreten und sind keineswegs immer selten. Gut, also das Thema Nahrungsressource ist ein wichtiges Thema in der Natur und führt eigentlich immer, wenn sie knapp werden, zu Aggressionen. Und Sie wissen, auch bei uns Menschen ist es so, wenn wir Hunger leiden, ist das mit der Freundschaft möglicherweise etwas schwierig. Ja, wie sieht es denn jetzt mit den Geschlechtspartnern aus? Auch da muss man natürlich evolutionär wissen, wir haben zwei Geschlechter, Männer und Frauen. Die limitierende, jetzt darf ich das mal biologisch nennen, Ressource sind die Frauen, denn sie können nur eine begrenzte Anzahl von Kindern in die Welt setzen, wenn Männer theoretisch tausende Nachkommen zeugen könnten. Das heißt, es gibt einen Wettbewerb in der Natur um die Weibchen und dieser Wettbewerb wird zum Teil sehr intensiv und zum Teil aggressiv geführt. Bekannt ist das Leben in Rudeln, die von einem Platzhirsch, also von einem Alpha-Tier geleitet werden. Um aber Platzhirsch zu werden, muss man erstmal zeigen, dass man der Stärkste ist. Und hier gibt es in der Natur auf allen Ebenen Beispiele. Bekannt sind die Kämpfe der Hirsche, die im Herbst sich treffen, lange miteinander rangeln, sich dabei manchmal verletzen, aber nicht unbedingt umbringen. Und die Mädels schauen aus der Ferne zu und überlegen sich, wer ist denn der Stärkere. Und nach ein, zwei Tagen Kampf gibt der Schwächere auf, der Stärkere übernimmt das Rudel und ist dann in der Lage, die Nachkommen des nächsten Jahres zu produzieren. Dasselbe gibt es für die Seeelefanten. Da kennen Sie sicherlich schöne Fotos und Bilder von, die aufeinander zuschlagen, sehr bedrohlich aussehen. Aber auch hier gibt es Beißwunden, aber die bringen sich dabei im Regelfalle nicht um. Aber selbst schon bei etwas niederorganisierten Tieren wie den Hirschkäfern gibt es bekanntlich Gerangel. Dieses Thema des Wettbewerbs, des aggressiven Wettbewerbs um Geschlechtspartner ist weit verbreitet im Tierreich, erfolgt aber im Regelfall auch nach Ritualen. Diese Kämpfe, die wir sehen, sind ritualisiert und sind nicht unbedingt darauf aus, den anderen zu töten. Es geht also darum, den Ranghöchsten zu identifizieren. Das ist also ein ganz wichtiges Thema. Hier herrscht Aggression, aber sie ist kanalisiert. Auch da wird man evolutionsbiologisch sagen, das macht durchaus Sinn, dass es hier keinen Vernichtungskampf gibt. Territorien. Viele Tierarten sind territorial, das heißt, sie betrachten ein Gebiet als das Gebiet, in dem sie Nahrung suchen, als das Gebiet, in dem sie ihre Brut aufziehen. Dieses Territorium wird häufig eifersüchtig bewacht und es wird darauf geachtet, dass kein Fremder hineinkommt. Denken Sie an die Vögel, die im Frühjahr singen und auf diese Weise kundtun, wo ihr Revier ist. Wehe, wenn ein anderes Männchen eindringt, so wird es sofort bekämpft und kriegt Prügel. Dieses Thema Territorien haben auch viele gruppenlebende Tiere. Denken Sie zum Beispiel die Schimpansen, die in Trupps in Afrika zusammenleben, die Gorillas, die zum Teil ja sehr friedfertig aussehen, aber was die Untersuchung von Jane Goodall und vielen anderen
Primatenforschern ergeben haben, dass das Leben in der Natur keineswegs so idyllisch ist, wie es aussieht, sondern dass Schimpansen sehr aggressiv werden können. Wenn ein anderer Schimpanse, ein fremdes Männchen, in das Revier eindringt, dann gibt es Krieg. Dann bringen sie unter Umständen den Eindringling um. Und das ist etwas, was sehr stark ausgeprägt ist. Eindringlinge in ein fremdes Territorium haben häufig keine Chance. Bei Schimpansen ist auch berichtet worden, dass sie geradezu auf Kriegszug gehen, dass sie in andere Territorien bewusst eindringen, doch die Männer umbringen und die Frauen entführen. Und jetzt ahnen Sie schon, so etwas Ähnliches gibt es bei Homo sapiens wohl auch. Gut. Also Sie sehen, wenn man darüber nachdenkt, Kampf um Ressourcen ist ein zentrales Thema. Ich möchte jetzt weitergehen, die Frage der Kindestötung. Ein Thema, was bei uns sehr tabuisiert ist, und das ist die Frage, wo kommt dieses Thema her? Gibt es da im Tierreich Hinweise darauf, dass Kindestötung stattfindet? Eigentlich was Unsinniges. Die Kinder, die gerade mühevoll produziert worden sind, nach vielen Wettbewerben umzubringen? Ja, es gibt Beispiele dafür. Und zwar bei rudellebenden Raubtieren. Insbesondere bei Löwen ist das gut berichtet. Wenn der Alpha-Löwe abtreten muss, zu Tode gekommen ist und ein neues Löwenmännchen auftritt, passiert es regelmäßig, dass dieses neue Männchen alle Jungtiere, die in diesem Rudel leben, umbringen. Das hört sich sehr brutal an. Biologisch wird man interpretieren, wenn die Jungtiere alle umgebracht worden sind, kommen die Löwinnen schneller wieder in die Brunst und es kann die nächste Generation gezeugt werden. Denn das möchte dieses Alpha-Männchen, es möchte seine Gene verbreiten und in dem Sinne wird es nicht zurückschrecken, die Kinder zu ermorden. Das gilt für territorial lebende Raubtiere. Machen aber natürlich nicht alle Tiere, die in Gruppen leben. Bei den Gazellen oder Hirschen passiert sowas nicht. Bei den Raubtieren ja. Wir haben ein ähnliches Phänomen bei einigen Tierarten, die auch in Gruppen leben, die in Partnerschaften leben. Auch da sieht man, wenn ein Partner umkommt oder wenn ein Partner oder eine Neuverpaarung stattfindet, auch dort findet man im Tierreich manchmal, dass das neue Männchen die Kinder der Mutter umbringt. Hört sich sehr brutal an. Aber auch wenn man über Homo sapiens nachdenkt, ich mache schon mal jetzt den kleinen Ausflug, Sie kennen das Drama der Stiefkinder, der Stiefsöhne, der Stieftöchter, in Märchen gut behandelt. Das scheint für uns Menschen auch ein Thema zu sein. Und wenn man die Medien verfolgt, sind Kindestötungen sehr häufig Tötungen, dass der Stiefvater die Kinder der Mutter umbringt. Offenbar auch hier ein altes Erbe aus der Biologie. Gut, nicht sehr erfreulich, aber wir müssen konstatieren, das haben wir nicht erfunden, das gibt es schon anderswo. Ich möchte jetzt kurz das Thema der sexuellen Gewalt ansprechen. Wir haben im Tierreich, die Ornithologen wissen das, Balzverhalten, wo sich Männchen und Weibchen, Männchen um die Weibchen kümmern, herumsingen, herumtanzen, freundlich sind, sich kraulen und offenbar dann einverständlich nachher kopulieren. Das ist ja nicht bei allen Tieren so. Es gibt durchaus Tiere und einige kennen sich vielleicht, wenn sie im Frühjahr die Erdkröten sehen, so ein Erdkrötenmännchen stürzt sich auf alles, was so ähnlich aussieht wie eine Kröte und fragt nicht lange nach, ob es erlaubt ist. So machen es auch einige andere Tiere, Säugetiere, zum Beispiel Delfine gelten als ausgesprochen rabiat und wir würden sagen vergewaltigen alles das, was nicht schnell wegschwimmen kann. Schafe ist berichtet, aber auch bei Enten, die gelten als besonders brutal. Stockenten versuchen manchmal als Gang Stockentenweibchen zu vergewaltigen, die werden unter Wasser gedrückt und Ornithologen haben geschätzt, dass 10% alle Stockentenweibchen durch Vergewaltigung zu Tode kommen. Also kein sehr erfreuliches Thema, was da in der Natur gibt. Also sexuelle Gewalt ist auch da leider keine Ausnahme, sondern eher etwas, was zum Teil zur Tagesordnung gehört. Wobei man bei vielen Tieren sieht, wenn die Mädchen,
die Frauen nicht wollen, dann sind sie aggressiv und beißen, und nur in der Phase, wo sie empfänglich sind, lassen sie die Männer zu. Ja, aber es kann auch andersrum aussehen. Das soll das letzte Beispiel hier zeigen. Sie kennen alle das Bild der Gottesanbeterin, eine Heuschrecke, die als Prädator lebt, die wartet, dass eine Beute vorbeikommt, dann zuschlägt. Das Paarungsverhalten der Gottesanbeterin ist ganz bizarr. Wenn es schließlich ein Männchen geschafft hat, an ein Gottesanbeterweibchen heranzukommen und zu kopulieren, dann ist das Männchen so beschäftigt, dass es nicht aufpasst und nicht merkt, dass das Weibchen hingeht, dem Männchen den Kopf abreißt und es auffrisst, bei lebendem Leibe. Dasselbe hat man beobachtet bei Spinnen, dasselbe hat man beobachtet bei Zuckmücken und Skorpionen. Gut, Sie sehen, wenn man im Tierreich nachschaut, es gibt ganz viele Formen. Und ja, kann man nur sagen, vielleicht als Mann ein Glück, dass man vielleicht kein Gottesanbeter ist. Ja, gut. Ich habe noch ein letztes Thema, das ist der Geschwistermord. Auch das ist ein Thema, was uns eigentlich aus der Bibel von Kain und Abel berichtet wurde. Gibt es da ein Äquivalent in der Biologie zu? Und hier möchte ich kurz auf ein Thema angehen, was ich in meinen frühen Studentenjahren, frühen Postdoc-Jahren in eigener Forschung gemacht hat. Frau Strahl hat schon angesprochen, ich bin begeisterter Ornithologe und habe viele Jahre in der Ägäis über Eleonorenfalken gearbeitet. Eine Falkenart, die auf einsamen Inseln, auf Felseninseln brütet, in Kolonien im Herbst, wenn die Zugvögel da sind und sich vom Vogelzug ernährt. Sehr Umgebung, in die Nahrung sehr knapp ist. Und hier zeigt sich was ganz Spannendes. Die Falkenweibchen jagen nicht selbst, sondern sitzen am Nest und warten, was ihr Mann herbeiträgt. Ist der Mann ein guter Jäger, legen sie dann 2 Eier, vielleicht sogar 3 Eier. Das heißt, hier kommt die Fitness des Männchen unmittelbar zum Tragen in der Nachkommenzahl. Das heißt, wir haben entweder 2, manchmal auch nur 1 Kind im Nest, manchmal 3 Kinder im Nest. Und jetzt passiert etwas, gerade bei den Dreierbruten, was uns damals sehr schockiert hat. Wenn man sich diese 3 anschaut, die im Nest sitzen, sehen hier ein großes Nestgeschwister, ein kleineres und dann Benjamin. Ja, Benjamin ist 5 bis 6 Tage später geboren als die Älteren, ist das Kleinste im Nest. Und jetzt sollte man eigentlich erwarten, dass die Eltern doch Mitleid haben mit Benjamin und Benjamin füttern sollten. Tun sie aber nicht. Sie füttern den Größten, den Stärksten. Wenn es genug Nahrung gibt, wenn also die Altvögel, das Männchen genug Beute beitragen kann, dann hat Benjamin eine Chance. Kommt es durch. Wenn es aber Nahrungsknappheit gibt, und das passiert regelmäßig, wenn die Herbstwinde ausbleiben, dann gibt es Hunger im Nest. Und das sehen Sie dann hier. Dann haben wir Kain und Abel. Dann fangen die älteren Geschwister an, das Jüngste umzubringen und es aufzufressen. Gut, das ist schockiert einen zunächst mal als Beobachter, dass sowas ineinander vorkommen kann. Und in Anbetracht an Kain und Abel der Bibel reden wir in der Biologie auch vom Kainismus oder auch vom Siplizit. Ja, wie sieht das aus? Ist das jetzt, was wir beim Eleonorenfalken beobachtet haben, eine Ausnahme? In der Ornithologie offenbar nicht. Wir unterscheiden 2 Zustände. Es gibt Arten mit einem obligaten Geschwistermord und es gibt Arten mit einem fakultativen. Was die meisten Ornithologen vielleicht nicht wissen, es gibt einige Arten, bei denen grundsätzlich eines der Kinder im Nest umgebracht wird. Und zwar sind es Arten, die im Regelfall 2 Eier legen, also nicht große Gelege haben, sondern kleine Gelege haben. Aber von diesen 2, wenn beide schlüpfen, immer das kleinere umgebracht wird vom größeren. Das gilt für Blaufußtölpel, das gilt für Pelikane, das gilt für diverse Adler wie Schreiadler, Kaffernadler, Kronenadler, das gilt für zum Beispiel den Bartgeier und es gilt auch für einige Eisvögel der Tropen wie dem Kookaburra in Australien. Traut man den Burschen nicht zu. Aber immer, wenn man genau hingeschaut hat, das hat die Naturschützer sehr fasziniert und natürlich auch betroffen gemacht, dass immer ein Nachkommen umgebracht wird. Beim Schreiadler führt es jetzt dazu, dass man schon im Naturschutz, weil der Schreiadler so selten geworden ist, das 2. Junge aus dem Nest nimmt,
es künstlich aufzieht und dann in ein Nest gibt, wo vielleicht kein Brut erfolgt war und auf diese Weise die Population stützen kann. Okay, das wäre also die Situation obligat. Fakultativ hatten wir eben schon den Eleonorenfalken gesehen, aber auch das ist keine Ausnahme, denn wir finden dasselbe Phänomen bei anderen Falken, bei Bussarden, bei Milanen, bei Eulen, bei Reihern, sehen hier ein Graureiher, bei Weißstorchen, die für die meisten von uns als besonders, ja, die Störche bringen die Babys bekanntlich, gelten als friedlich, aber das ist keineswegs so. Wenn es knapp wird an Nahrung, gibt es Kain und Abel im Storchennest. Das heißt, die bringen sich auch um. Generell ist es so, Kainismus finden wir insbesondere bei Fleischfressern, und zwar Fleischfresser, die unter Nahrungsmangel leiden können. Und es gibt eine Hypothese in der Biologie, die sagen, die Kinder, die zusätzlich produziert werden, das sind Ersatz-Reservekinder. Hört sich brutal an. Es sind die Kinder, die nur zum Zuge kommen, wenn es genug zu fressen gibt. Die anderen bleiben auf der Strecke. Was uns überrascht hat bei den Falken, dass die Eltern, die ihre Kinder ansonsten vehement verteidigen, wenn ein anderer Feind kommt, dass sie zusehen und nicht mit dem Wimper zucken, wenn es Geschwistermord im Nest gibt. Gut, das ist vielleicht ein bisschen schockierend. Wo es kein Geschwistermord gibt, sind die Nestflüchter, also die ganzen Enten und Gänse und Pflanzenfresser. Auch da kennen wir das Phänomen nicht. Wie sieht es im Säugetierreich aus? Dort gibt es weniger Fälle von Geschwistermord. Berichtet ist es bei Hyänen und bei Wildschweinen. Und zwar immer dann, wenn eine Mutter mehr Kinder hat, als sie Brustwarzen hat. Das heißt, wenn nicht alle Kinder gesäugt werden können, dann bleiben die Kleineren schlechter versorgt und werden dann von den Älteren ebenfalls umgebracht. Also das Thema des Geschwistermords ist in der Tat etwas, was in der Natur vorkommt. Ja, wir haben uns jetzt das Thema der Gewalt und Aggression angeschaut und festgestellt, es ist ein Phänomen, das auftritt, wenn Ressourcen knapp sind. Es kann Kindestötung sein, Geschwistermord, sexuelle Gewalt und es wird eingesetzt zur Verteidigung. Das heißt, es ist offenbar etwas, was keineswegs in der Natur fremd ist. Und da stellt sich immer die Frage, was sind die physiologischen Grundlagen? Und Sie haben ja letzte Woche, Herrn Kuhn hat schon gehört, dass offenbar viele der Verhaltensweisen, die mit Aggression und Gewalt einhergehen, neuronal sehr stark verdrahtet sind. Das heißt, wir haben Gene, die dazu führen, dass Verhaltenspotenziale im Gehirn angelegt sind. Die Physiologen reden auch davon, dass Gewalt immer dann eintritt, wenn es um eine Fight-or-Flight-Situation ist. Fight heißt kämpfen, Flight heißt fliehen. Das heißt, potenziell sind diese neuronalen Verknüpfungen da und können sehr schnell abgerufen werden. Auch das ist ein wichtiges Thema über die Bereitschaft zur Gewalt und wie schnell sie aufflammen kann. Dennoch wissen wir auch schon noch einige andere Dinge. Wir wissen, dass Gewalt im männlichen Geschlecht deutlich häufiger auftritt als bei Frauen. Da ist sie nicht weg, aber sie seltener. Und wir wissen, dass man durch Gabe von Testosteron, also im männlichen Sexualhormon, die Aggressivität bei Männern steigern kann. Sie wissen, Jugendliche im Pflegealter, bei dem gerade das Testosteron überschießt, sind nicht gerade diejenigen, die sich besonders durch Gewaltfreiheit auszeichnen. Das sehen Sie überall in den Medien. Das hat was mit dem Testosteron zu tun. Gleichzeitig wissen wir, dass ein Neurotransmitter, das Serotonin, die Aggression hemmen kann. Wir wissen auch, dass offenbar einige Gehirnbereiche besonders Gewaltzentren darstellen. Man weiß, dass eine Schädigung des Frontotemporallappens im Gehirn zu einem aggressiven Verhalten führen kann. Sie werden sagen, woher wissen wir das? Sie wissen vielleicht, dass Patienten mit einer Demenz, insbesondere mit einer Alzheimer-Krankheit, nicht nur alles vergessen, was um sie herum geht, sondern manchmal auch sehr aggressiv werden. Und wir wissen aus der Neurobiologie, dass es bei diesen Patienten zu einem Abbau von Neuronen kommt, insbesondere im frontotemporalen Bereich. Das heißt, offenbar gibt es Bereiche in unserem Gehirn,
die mit Aggression unmittelbar zu tun hat. Das heißt, bei den Patienten fallen eher die anderen Bereiche weg, die das regulieren. Wir wissen aus Tierversuchen, dass wenn man im Hypothalamus einige neuronale Bereiche reizt, das hat man in Katzen untersucht, dass da plötzlich aggressives Verhalten auftreten kann. Das heißt, was diese Versuche zeigen, aggressives Verhaltensrepertoire ist fest angelegt, ist da und kann abgerufen werden. Und das wissen wir vielleicht auch als Menschen aus eigener Erfahrung, wenn man uns richtig reizt, können wir schnell aus der Haut fahren. Wir brauchen das nicht lernen, wir wissen, wie das geht. Ja, wir wissen auch, dass aggressives Verhalten in der Natur häufig auf Schlüsselreize abgerufen werden kann. So nennen die Verhaltensforscher das Thema. Das heißt, Schlüsselreize können sein, wenn ein Tier oder wir Menschen bedroht uns fühlen, wenn wir Angst haben, wenn wir uns fürchten, wenn wir extrem frustriert sind, dann ist die Bereitschaft, aggressiv zu reagieren, schneller da, als wenn wir ausgeglichen sind. Insbesondere, wenn wir Gefahr für unsere Nachkommen, für unsere Kinder sehen, wenn wir Gefahr für unseren Partner sehen, dann sind wir auch im Regelfall unmittelbar bereit, aggressiv auf einen Feind, auf einen Angreifer zu reagieren. Hier sieht man bereits sofort, das macht durchaus evolutionären Sinn. Wir wissen auch aus Verhaltensexperimenten, auch aus Tierversuchen, dass Hunger, Schmerz, Hitze, Kälte, also alles das, was uns extrem ins Unwohlsein führt, die Schwelle zur Aggression herabsetzen kann. Last but not least wissen wir auch, dass Drogen, psychedelische Drogen, dass Alkohol, dass Rauschzustände diese Schwelle senken können. Nicht umsonst passiert es regelmäßig, dass Alkoholisierte, insbesondere Jugendliche, durch gewalttätiges Verhalten auffallen. Das heißt, neuronal ist es offenbar ziemlich klar, und das haben Sie letzte Woche gehört, ist eine starke Verdrahtung da, es ist abrufbar. Und eine der großen Herausforderungen, die für uns steht, wie können wir diese Schwelle beeinflussen, sodass nicht jeder sofort in Aggression verfällt. Fassen wir ein erstes Fazit zusammen. Gewalt und Aggression sind im Tierreich bekannte Phänomene und wir finden als Biologen häufig Gründe, warum es durchaus Sinn macht, dass diese Merkmale selektiert wurden und erhalten geblieben sind. Die Frage, die wir uns stellen wollen jetzt, wo liegen denn eigentlich die Wurzeln der Gewalt? Und wir wollen uns jetzt bei Säugetiere konzentrieren. Da gibt es eine wunderschöne Arbeit. Und da wir Menschen Säugetiere sind, ist auch die Frage gleichzeitig, wo liegen denn eigentlich die Wurzeln der Aggression bei uns Menschen? Um diese Frage zu untersuchen, benutzen wir Biologen gerne die vergleichende Analyse. Und eine Möglichkeit, eine vergleichende Analyse über ein Tierreich zu machen, ist, dass wir eine Phylogenie, einen Stammbaum aufstellen und nachschauen, sind Merkmale, die an früher Stelle in einem Stammbaum erscheinen, treten sie später wieder auf oder sind Merkmale später erfunden worden. Dieser Ansatz, einen Stammbaum zu erstellen, wer hat den erfunden? Von wem geht der Gedanke aus? Und hier kommt einer der Altväter der modernen Biologie zum Tragen, nämlich Charles Darwin, der 1809 bis 1882 gelebt hat und der berühmt geworden ist, dass er die Evolutionstheorie aufgestellt hat. Im Jahre 1859 mit The Origin of Species, mit der Entstehung der Arten, einen riesen Durchbruch erlitten hat. Er hat festgestellt, wie man die Welt erklären kann, die natürliche Selektion, die Abstammung der Arten voneinander. Darwin hat aber schon in jungen Jahren oder jüngeren Jahren in einem Notizbuch einen ersten Stammbaum hingemalt. Sie sehen also hier einen Stammbaum 1837, lange vor Publikation seines Buches. Dieser Notizzettel ist nicht verloren gegangen. Also vielleicht für diejenigen, die gerne auf Notizzettel schreiben, bewahren Sie sie auf. Vielleicht kann man sie später als einen Durchbruch interpretieren. Also Darwin war der Erste, der gesagt hat, man kann das Leben, den Ablauf der Evolution in Stammbäumen darstellen. Weitergeführt hat diese Idee aber ein deutscher Biologe,
nämlich Haeckel. Ernst Haeckel, der von 1834 bis 1919 gelebt hat und in Jena gearbeitet hat. Haeckel hat damals im Alter von 32, gerade als die Evolutionsbiologie von Darwin rauskam, er hat sich draufgestürzt und festgestellt, das ist eine Revolution. Und er war der Erste, der das dann formal in Baumform die Phylogenie des Lebens dargestellt hat. Sehr mutig für jemanden mit 32, der noch gar nicht so viel Ahnung haben konnte. Und wie wir heute sehen, er lag sehr häufig richtig. Also eine grandiose Leistung. 1874 hat das Ganze weitergeführt, unter anderem auch über die Stellung des Menschen publiziert. Welche Möglichkeiten hatte Haeckel, seine Entscheidungen zu treffen? Er hatte die Anatomie, die Morphologie und die Embryologie. Das waren so die Merkmale, mit denen die Biologen vor 100 Jahren überlegt hatten, wer ist mit wem verwandt. Die moderne Biologie entscheidet heute auch noch aufgrund dieser Merkmale, aber wir haben ein neues Merkmal bekommen, nämlich die Erbinformation, die DNA, die in jedem Zellkern vorkommt, die wir sequenzieren können. Und durch Sequenzvergleich können wir heute neue Stammbäume erstellen, die sehr viel genauer und präziser sind. Ich möchte Ihnen jetzt den Stammbaum der Säugetiere kurz vorstellen. Und hier, den werden wir nämlich gleich sehen, dass man anhand dieses Stammbaums überlegen kann, wo tritt die Gewalt zum ersten Mal auf. Ja, wir wissen, dass die Säugetiere vor etwa 220 Millionen Jahren entstanden sind. Es gab einen ersten Abzweig in die Monotremata, das sind die Schnabeltiere und Ameisenigel. Dann gab es einen weiteren Abzweig vor 170 Millionen Jahren in die Beuteltiere, die Marsupialia auf der einen Seite und die Plazentatiere auf der anderen Seite. Wir Menschen gehören zu den Plazentatieren bekanntlich. Innerhalb der Plazentatiere gibt es vier große Gruppen. Hier ist eine Gruppe, da sitzen zum Beispiel die Gürteltiere und Faultiere drin. Eine andere Gruppe hier mit Seekühe, Elefanten, Rüsselspringer. Dann haben wir hier eine Gruppe mit Seekühen. Die Seekühe sind hier. Insektenfresser, Paarhufer und Bauhufer. Und last but not least eine große Gruppe mit den Nagetieren, den Hasen und den Mäuseartigen und als Parallelgruppe ein Ast, der zu den Primaten, zu uns Menschen führt. Vor 90 Millionen Jahren hatten Karnickel und wir einen gemeinsamen Vorfahren. Auch das mag zu bedenken geben, wenn wir manche unserer Eigenschaften betrachten. Ja, diesen Baum als Ausgangspunkt haben jetzt Kollegen genommen, um auch die Stellung des Menschen zu erarbeiten. Wir wissen heute sehr genau, dass wir Menschen in dem Stammbaum uns so verhalten wie jede andere Tierart, dass wir auf einem Ast sitzen, den wir Hominoidea nennen, die Menschenartigen, der sich vor 15 Millionen, 16 Millionen Jahren in die Gibbons und dann in die Hominine geteilt hat. Und hier haben wir einmal die Pongine mit Orang-Utan und wir haben die afrikanische Gruppe mit Gorilla, Schimpanse, Bonobo und Mensch. Wir wissen, dass Schimpanse und Bonobo unsere nächsten Verwandten sind und vor 4 bis 5 Millionen Jahren mit uns einen gemeinsamen Vorfahren geteilt haben. Das heißt, egal welches Merkmal wir uns anschauen, kommt raus, Mensch und Menschenaffen sind sehr, sehr nah verwandt. Und ein paar Millionen sind in der evolutionären Skala nichts. Wir können schon ahnen, dass offenbar auch Merkmale, die unsere Vorfahren entwickelt haben, bei uns dann auch wieder aufschlagen. Nicht nur morphologisch, nicht nur biochemisch, vermutlich auch in unserem Verhalten. Es gab im letzten Jahr eine ganz wichtige Arbeit einer spanischen Arbeitsgruppe. Die haben sich überlegt, können wir diese Information der Genetik nicht nutzen, um nachzudenken, wo die Gewalt herkommt. Was die gemacht haben, und Sie sehen jetzt hier einen Stammbaum nur etwas anders dargestellt, vielleicht kann man das noch ein bisschen abdunkeln, was sie in dem Stammbaum aufgezeichnet haben, ist überall an den Ästen, wo Gewalt auftritt, die haben sie rot eingefärbt. Und Sie brauchen nicht viel sehen. Sie sehen, hier oben gibt es offenbar eine Gruppe mit sehr viel Rot. Hier unten gibt es eine Gruppe mit Rot und ansonsten ist Rot nicht viel vertreten. Schauen wir mal an, wo die Roten sind. Das sind die Äste hier mit den Raubtieren. Das sind die Löwen, die Bären, die Tiger. Die sitzen hier.
Hier dieser Ast isoliert, bei den Paarhufern und Unpaarhufern sind die Nashörner. Die ganzen Fledermäuse, Nagetiere, kaum mit großartiger, tödlicher Gewalt ausgestattet, wohnt aber hier ein großer Verein und dieser Verein hier ist die Gruppe, die zu uns Menschen führt, zu den Primaten führt. Das heißt, offenbar im Zuge des ganzen Säugetiertierreiches finden wir zwar Gewalt in gewisser Weise, aber tödliche Gewalt, die aktiv eingesetzt wird, um andere zu töten, nur in diesem Ast. Das ist natürlich etwas schockierend, dass wir genau in einem Ast liegen, wo auch andere Organismusvorfahren sind, die ebenfalls aggressiv waren. Jetzt sind die Autoren hingegangen und haben überlegt, gibt es eine Regel in diesem Werk? Wie viel Gewalt tritt auf? Und kann man sagen, bei wem tritt sie mehr auf als bei anderen? Was die Autoren jetzt überlegt haben, ist, dass für grundlegende Unterschiede ist im Zusammenleben der Tiere ist, ob sie in Gruppen, ob sie sozial leben oder ob sie Einzelgänger sind. Ferner gibt es eine Unterscheidung, ob Arten territorial oder nicht territorial sind. Und nach den Analysen kommt heraus, diejenigen Tierarten, die als Gruppen zusammenleben und auch noch territorial sind, dass dort die größte Aggression und die größte Gewalt auftritt. Während Tierarten, die solitär leben und nicht territorial sind, am wenigsten Gewalt aufzeigen. Das sind statistische Analysen, die aber zeigen, es gibt gewissen Trend und der ist sehr stark. Ja, wo liegen wir Menschen denn? Wo liegen die Menschenaffen? Wir sind da oben. Wir sitzen also in der Truppe. Wir sind sozial zusammenlebend und wir sind territorial. Das heißt, wir sind in der Statistik in der Gruppe, an dem am häufigsten Gewalt auftritt. Und jetzt gehen wir nochmal in diesen Stammbaum zurück, vielleicht von den Bezeichnungen her. Der ganze Ast, auf dem die Primaten auch leben, wird als Euarchontoglires bezeichnet. Und der Ast, der zu den Primaten und zu den Spitzhörnchen führt, als Euarchonta. Ich weiß, das hört sich schrecklich an, aber wir brauchen gleich die Begriffe in einem anderen Auswertung. Was man nämlich machen kann, ist, dass man nachschaut, ist, jetzt wenn man diesen Bereich nimmt, der zu den Primaten führt, hier sind die Euarchonta, hier sind die Euarchontoglires. Die Nagetiere sind etwas aggressiv, aber keineswegs besonders und besonders gewaltliebend. Aber sobald wir in den Ast kommen, der zu den Spitzhörnchen und zu den Menschenaffen führen, dort haben wir plötzlich einen Ast mit erhöhter Gewaltwahrscheinlichkeit. Das kann man statistisch auswerten, das zeigt diese Darstellung. Und zwar hat man hier ausgerechnet, statistisch, wie häufig tritt tödliche Gewalt auf. Und es kommt zu einem Wert, was bei Säugetieren so in der Regel in so einer Größenordnung von 0,8% tödliche Gewalt auftritt. Das heißt, unter 1000 Tieren kommen 8 Tiere durch Gewalt ums Leben. Dasselbe gilt generell für die Placentalia. Auch für die Euarchontoglires, also noch für die gemeinsame Gruppe von den Primaten und den Nagetieren, ist der Wert um 1%. Sobald wir aber in die Euarchonta kommen, also in den Zweig, der zu den Spitzhörnchen und den Primaten führt, schnellt der Wert auf 2% hoch. Das heißt also, das ist der Ast im Tierreich mit der höchsten Gewaltbereitschaft, mit dem höchsten Anteil an tödlicher Gewalt. Aus den Stammbäumen kann man auch errechnen, dass es so etwas wie Gewaltgene geben muss. Und die Autoren schließen, dass die Rates of Violence are heritable. Das heißt, die Rate, die Ausmaß an Gewalt ein vererbbares Merkmal darstellt. Jetzt sind die Autoren weitergegangen und haben sich überlegt, ja, wenn das bei den Menschenaffen so aussieht, jetzt müssen wir Homo sapiens dazu nehmen. Und das haben sie dann auch gemacht, und zwar umfassend. Und diese Analyse ist etwas erschreckend, denn sie zeigt, dass Homo sapiens in frühen Phasen seiner Existenz besonders gewalttätig war. Was die Autoren jetzt gemacht haben, ist, sie haben sich angeschaut, Menschen aus dem Paläolithikum, aus dem Mesolithikum, Neolithikum, Bronzezeit, Eisenzeit, Mittelalter, in der Moderne und in der Neuzeit. Definiert Mesolithikum um vor 10.000 Jahren, Neolithikum 10.000 bis 5.000 Jahre,
dann die Bronzezeit 5000 bis 3000 Jahre vor Christus und dann die Eisenzeit und dann schließlich das Mittelalter. Was man sehen kann, die Gewaltzahl steigt wahnsinnig dramatisch an, sobald wir uns ins Mesolithikum bewegen, also in der Phase, als die Menschen angefangen hatten, sich vom Sammler- und Jägertum in mehr sesshaften Verbänden niederzulassen. Das ist der Punkt, wo die Gewalt offenbar stark zunimmt. Wie kommen die Autoren zu diesen Maßzahlen? Sie haben also alte Knochen ausgegraben und nachgeschaut, ob es Verletzungen gab, die nicht natürlicherweise sind. Und da gibt es also große Serien, die hier zu Rande gezogen wurden, aus denen man halbwegs berechnen kann, sind die damals natürlichen Todes gestorben, die Toten, die man jetzt ausgegraben hat, oder kann man Gewalt nachweisen? Und man stellt also fest, dass wir also durchaus 10% gewalttätige Tode hier sehen können. Interessanterweise, das ist die Phase bis ins Mittelalter, und wir wissen, im Mittelalter 30-jähriger Krieg und anderes mehr, da ging es schon sehr wild bei uns zu. Wenn man aber in die Neuzeit geht, insbesondere in die modernen, die letzten 100 Jahre, dann verschwindet plötzlich die Gewalt und wir haben nur noch eine geringe Gewaltrate, eine geringe Todesrate auf dieser Erde, obwohl wir was ganz anderes wahrnehmen täglich. Nur man darf nicht vergessen, wir sind 7 Milliarden Menschen und wenn man umrechnet, und das muss man machen, immer auf die Gesamtzahl, dann ist die Zahl derjenigen, die durch Gewalt zu Tode kommen, heute sehr klein. Die Autoren haben durchgerechnet, wir reden um eine 200-fache Reduktion. Die Autoren haben auch untersucht, wie sah es denn in der neuen Welt aus? Auch die neue Welt war keineswegs eine friedliche Welt, sondern schon vor der Ankunft der Spanier eine sehr aggressive Welt. Die Azteken und Mayas waren nicht zimperlich und haben offenbar sehr stark Krieg geführt. Aber als die Spanier kamen, ging es erst richtig los. Dort sehen wir also hier plötzlich ein Anschnellen der Todesrate auf 20%. Gut. Das sind also erstmal sehr erschreckende Zahlen, aber beruhigend ist, dass wir offenbar Glück haben, in einer Zeit zu leben, wo es eigentlich wieder friedlich zugeht. Und offenbar die letzten 500 Jahre, der Trend ist, dass es immer friedlicher wird. Vielleicht noch eine andere Darstellung, und zwar dahingehend, dass man überlegt hat, welche soziobiologischen Strukturen lagen denn vor, als die Gewalt auftrat. Also sie gehen davon aus, dass die Menschen noch als Jäger und Sammler in Kleingruppen unterwegs waren, also 40.000, 50.000 Jahren, dass die Gewalt vergleichsweise gering war. Die sind sich kaum begegnet und untereinander haben sie sich wohl nicht so häufig umgebracht. Nun muss man aber sagen, dass die Gemengelage klein ist, dass wir gar nicht so viele Funde aus der Zeit haben. Vielleicht war die Rate höher. Und ich werde gleich noch auf Steven Pinker hinweisen, der geht davon aus, dass die Todesrate damals auch schon im Bereich der Sammler und Jäger sehr hoch war. Wir wissen jedoch, dass in dem Moment, wo die Menschen angefangen haben, sesshaft zu werden, in Sippen zusammengelebt haben, also vor 10.000 Jahren, als die Bauern entstanden, als Tiere und Pflanzen domestiziert wurden, dass doch zunächst einmal die Konflikte höher waren, weil Menschen auf engem Raum zusammenlebten und offenbar sich auch regelmäßig dabei umgebracht haben. Auch als die Zeitalter der Stammesfürsten, also immer noch Verwandtschaftsverbände, geht die Aggression hoch. Erst sobald Staaten entstehen mit Strukturen und Ordnungen, geht die Gewalt dramatisch zurück. Das gilt für die Zeit schon mehrere tausend Jahre her. Wie sieht es jetzt mit Zeitgenössen, mit kontemporären Jägern und Sammlern auf? Davon gibt es in dieser Welt immer noch einige, in Neuguinea, in Südamerika. Und wenn man doch nachschaut, und da gibt es genug ethnologische Studien, die zeigen, Gewalt ist keineswegs selten und Mord und Totschlag steht auf der Tagesordnung, Kriegsführung, Bekämpfung der Nachbartruppe steht auf der Tagesordnung. Also das ist keineswegs anders. Das gilt auch für sesshafte Sippen in diesen Gegenden. Ja, wenn wir aber moderne Staaten jetzt wieder nehmen, andere Auswertung, wieder dasselbe Ergebnis, Gewalt ist deutlich zurückgegangen. Das ist die erfreuliche Ebene. Das heißt, wir haben über Jahre hinweg einen Rücklauf der Gewalt. Dieser Gedanke, dass die Gewalt bei uns zivilisierten Kulturen weniger ist als früher, ist keineswegs neu. Es gab einen Philosophen aus Deutschland, Norbert Elias, der 1939 bereits ein Buch herausgegeben hat
über den Prozess der Zivilisation und der damals schon gesehen hat, es gibt eigentlich weniger Gewalt in modernen Gesellschaften als in früheren. 39, wissen Sie, war vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, über dieses Thema zu reden. Steven Pinker, ein Psychologe aus Amerika, hat 2011 einen dicken Wälzer produziert, der sehr kontrovers diskutiert worden ist und der letztendlich dasselbe Ergebnis hat. Er hat das Buch genannt The Better Angels of Our Nature, The Decline of Violence in History and Its Causes. Das gibt es auch in Deutsch. Ein sehr wichtiges Buch. Und letztendlich kommt Pinker zu sehr ähnlichen Ergebnissen wie diese Nature-Arbeit der Spanier, die letztes Jahr erschienen ist. Nur, dass die Nature-Arbeit viel mehr Hard Facts hat, sodass wir auch sehr viel genauer berechnen können. Also das Quintessenz bleibt, Gewalt ist rückläufig. Fassen wir das Ganze an der Stelle mal kurz zusammen. Wenn wir uns den Stammbaum des Menschen, der Menschenaffen anschauen, so sehen wir, dass Gorilla, Schimpanse ein sehr hohes Gewaltpotenzial aufweisen. Interessanterweise haben die Bonobos, die vor 1 Million Jahren von den Schimpansen sich abgeteilt haben, ein ganz geringes Aggressionspotenzial. Die Bonobos leben sehr friedlich miteinander und diejenigen, die wissen über Primatologie wissen, kennen, wissen, was die Bonobos machen. Das sind die Liebesaffen. Wenn immer sie sich treffen, kopulieren sie. Aber es gibt keine Rücksicht darauf, ob Männer und Frauen, ob Kinder, Alte, Junge. Es wird ständig kopuliert. Gut, das ist der Preis der Friedlichkeit. Gut, wir Menschen, wie stehen wir da? Also vor noch wahrscheinlich 10.000 Jahren hätten wir einen schwarzen Balken gebraucht, sehr aggressiv. Heute sitzen wir mit einem grünen Balken da, der zeigt, wir sind friedlicher geworden. Das ist natürlich etwas überraschend. Und die Frage ist, kann man das erklären? Warum sollten wir denn gerade friedlicher sein, obwohl uns doch täglich gezeigt wird, dass wir aggressiv sein können, dass wir Kriege machen, dass wir großen Rabatz machen können? Gut, schauen wir uns jetzt da ein bisschen die Fragen genauer an. Und zwar ein wichtiges Thema. Sie wissen, die Gewalt ist ein Thema, aber Altruismus und Empathie ist ein anderes Thema, quasi der Gegenspieler. Die Frage ist, wie sieht es eigentlich da mit uns Menschen aus? Sind wir altruistisch? Sind wir empathisch? Wir wissen, dass es ein Hormon gibt, was altruistisches Verhalten, Empathie steigern kann, das Oxytocin, ein kleines Peptidhormon. Sie wissen, wenn Sie einen Haushund haben und der Sie mit großen Augen anschaut, dann fließt Oxytocin bei Ihnen. Dann werden Sie plötzlich empathisch. Und umgekehrt, wenn Sie einen Hund anschauen, wird er auch empathisch. Gut, dieses Thema ist wohl da. Und wenn man jetzt nachschaut, wie das mit dem Altruismus geht, das können wir bei uns Menschen schon sagen, weil bei Definition muss es eine uneigennützige und selbstlose Hilfe sein. Im Tierreich ist das viel schwerer zu erkunden. Wir wissen aber, dass auch Tiere sich helfen, wenn wir es mal auf diesen Nenner bringen. Und wir wissen, dass das Hilfeverhalten, die Kooperativität, offenbar ein angeborenes Verhalten ist. Es gibt es aber im Tierreich einen großen Unterschied zu uns Menschen. Im Tierreich finden wir Hilfe nur dann, wenn eine Verwandtschaft vorliegt. Nur verwandte Sippen helfen sich. Das ist ein wichtiges Thema. Und wir werden gleich diskutieren, dass wir Menschen außergewöhnlich sind, dass wir den Sippenbereich, unseren Verwandtschaftsbereich sprengen können und auch Nichtverwandten helfen können. Vielleicht noch ein Hinweis darauf, für uns Biologen ist Altruismus ein Unterpunkt der Kooperation, der Kooperativität. Und hier wird manchmal vergessen, dass Kooperativität im Zuge der Evolution ein ganz wichtiges Thema war. Es war nicht nur Survival of the Fittest, Überleben des Stärkeren, des Bestangepassten, sondern auch Kooperation gehörte zu den wichtigen Themen, warum wir in der Evolution so erfolgreich waren. Das möchte ich nur an dieser Stelle erwähnen. Das wird manchmal vergessen, dass Kooperation ein ganz wichtiges Thema ist. Und wenn wir jetzt nochmal auf uns Menschen zurückkommen und hier betrachten, jetzt haben wir aber keine genetischen Untersuchungen wie andere, wenn ich da zurückkomme, dann stellt man fest, dass wir Menschen eine Sonderstellung im Tierreich haben. Wir sind ungewöhnlich altruistisch und wir sind auch besonders sozial. Wenn wir unsere Nächstverwandten betrachten, die Schimpansen sind nur bedingt altruistisch, sie sind aber sozial. Das heißt, vermutlich ist das unser evolutionäres Erbe.
Wir haben ein Bedürfnis nach sozialer Verbundenheit. Das ist ein typisches Merkmal für uns Menschen. Wir sitzen gerne in Gruppen zusammen, wir reden gerne zusammen, Klatsch und Tratsch. Das ist typisch etwas Humanes. Aber hier kommt doch ganz stark ein kultureller Einfluss rein. Und das darf man bei uns Menschen nie vergessen und das ich vielleicht nicht genug betont habe. Unser Verhalten ist sehr stark von unserer Umgebung geprägt, von unserem Lernen geprägt, von unserer Umwelt geprägt. Und Sie wissen, dass wir auch gerade dieses Thema des Altruismus schon seit vielen tausend Jahren thematisiert haben, am besten zu beschreiben mit Liebe deinen Nächsten wie dich selbst in der Bibel. Das ist was ganz Revolutionäres. Im Tierreich hilft man sich nur, wenn man verwandt ist. In der Bibel wird gesagt, ich soll letztlich auch einem helfen, der nicht verwandt ist. Und das zeichnet schon aus, ein Trend, der bei uns Menschen üblich ist, Hilfe von anderen. Gut, zum letzten Rückgang der Gewalt. Denn wir müssen jetzt auch beide Player haben, einmal die Gewalt und einmal den Altruismus. Wie verhält es sich mit beiden? Wenn man jetzt nachschaut, warum ist die Gewalt zurückgekommen, dann gibt es jetzt je nachdem, ob ich Politologe bin, ob ich Psychologe bin, Soziologe bin oder Kriminologe bin, unterschiedliche Gesichtspunkte, die sich gar nicht ausschließen müssen, sondern sicherlich da sind. Wir haben eine Stigmatisierung der Gewalt. Auch da sagt schon, dass die 10 Gebote soll's nicht töten. Das heißt, wir versuchen eben auch in unserem Kontext, wir wissen, es kann auftreten, wir versuchen zu vermeiden. Wir versuchen Gewaltprävention in der Schule einzubringen. Durch Sozialisierung, durch Bildung, durch Aufklärung, durch Erziehung hoffen wir, gewalttätiges Verhalten beeinflussen zu können. Das gelingt, wie Sie wissen, mit gewissem Erfolg, aber nicht mit absolutem Erfolg. Und warum scheitert das? Weil wahrscheinlich unsere Aggressionsgene uns allen schlummern und irgendwann sofort wieder aktiv werden können. Die Frage ist jedoch, warum sind wir Menschen denn eigentlich in den letzten paar tausend Jahren weniger gewalttätig geworden? Kann es da vielleicht auch was Biologisches gegeben haben? Und als Biologe fällt einem sofort ein, Domestikation, Ausleseprozesse. Und hier werden Sie sagen, so what, was erzählt er jetzt? Sie kennen aber alle ein Beispiel, wo dieser Prozess relativ kurzer Zeit abgelaufen ist, nämlich bei der Domestikation des Haushundes. Wir wissen, der Vorfahr der Haushunde waren Wölfe und die Wölfe sind bekanntlich nicht gerade die friedfertigsten. Natürliche Aggression als Prädator. Auch im Zusammenleben kriegt man einen Wolf nicht so gemacht, dass er Salatfresser wird. Das wird nicht gehen. Ja, was haben wir Menschen gemacht? Wir haben über Generationen Tiere gewählt, erstmal, die sich die Menschen angeschlossen haben, und dann immer die Friedfertigen ausgewählt und mit denen weitergezüchtet. Und über einige Selektionen sind wir dann zu den freundlichen Hunden gekommen, die wir heute haben. Aber Sie wissen auch, bei den Haushunden gibt es unterschiedliche Charaktere. Einige sind sehr friedlich, einige sind etwas aggressiv. Und Sie wissen auch, beim friedlichsten Haushund versuchen Sie ihm einmal den Knochen wegzunehmen. Wenn er frisst, dann wird er plötzlich auch böse. Also auch da ist die Aggression nicht weg. Wir können das biologisch so erklären. Das Merkmal Gewalt ist normal verteilt. Das heißt, es gibt eine Glockenkurve und es gibt in der Glockenkurve Tiere, die haben mehr Gewalt und es gibt Tiere, die haben weniger Gewalt. Das ist ein typisches Merkmal bei biologischen Merkmalen, die genetisch bedingt sind. Was jetzt der Züchter macht, er nimmt immer aus dem Bereich der Glockenkurve, wo die weniger gewalttätigen Tiere drin sind, Tiere raus zum Nachzüchten. Und wenn man das nur einige Generationen macht, so hat man plötzlich einem wilden Wolf einen braven Haushund gezüchtet. Das kann man mit Füchsen auch machen. Und man weiß, wir brauchen nur 5, 6 Generationen und haben bereits ein Ergebnis. Also solche Selektionsvorgänge erfolgen sehr schnell. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema. Selektionen laufen ständig in der Natur ab und spielen eine Rolle. So, die Frage, die es jetzt ist, wenn wir erklären wollen, warum wir Menschen, der moderne Mensch, besonders altruistisch ist, besonders kooperativ ist, besonders wenig Gewalt hat, ist die Frage, sind wir eigentlich auch selektiert worden? Die Frage ist, wer soll uns selektiert haben? Waren wir es vielleicht selbst? Und wie könnte das erfolgen? Vielleicht haben wir im Zuge der letzten 1000 Jahre mehr Männer selektiert, die friedfertig waren, die kooperativ waren.
oder weniger aggressiv war anstelle von Machos. Wer weiß. Ja, wie könnte man das beantworten? Auch hier wiederum interessanterweise Altvater Darwin. Er hat nämlich nicht nur Origin of Species geschrieben, sondern 1871 auch The Descent of Man, die Abstammung des Menschen. Und in dem Buch setzt er sich sehr stark mit vielen Merkmalen des Menschen auseinander, aber auch mit dem Thema, wie entsteht Schönheit, wie entsteht Kunst. Und er kommt zu dem Beschluss, dass mit dem Selektionsgedanken, wie er ihn geäußert hat, er nicht weiterkommt. Und er fasst damals die Entscheidung, führt ein, dass es Mate Choice gibt, also Partnerwahl, und insbesondere führt er Female Choice, Damenwahl, als Selektionsprinzip ein. Als Darwin das 1870 publizierte in der viktorianischen Zeit, hat man ihn wirklich als bekloppt angesehen. Wie kann ein Mann nur sowas behaupten, dass Frauen auswählen können? Also mit der Idee ist er gar nicht durchgekommen und man hat leider bis heute noch nicht verstanden, was Darwin eigentlich wollte. Aber ich glaube, Darwin hatte ein sehr wichtiges Thema gesehen. Darwin hat sich zum Beispiel Gedanken gemacht über den V, den V-Mann, der ein wahnsinnig aufwendiges Gefieder entwickelt, mit Augen. Und Darwin hat in seinen Büchern geschrieben, jedes Mal, wenn er einen V sieht, wird ihm schlecht. Denn er kann den V nicht über seine Selektionstheorie erklären. Erklären kann er den V nur, wenn er plötzlich Female Choice einführt. Was ist seine Argumentation? Es sind die Frauen, die den schönsten Mann wählen. Und da das über Generationen geht, wird das Ganze gesteigert von Sohn zu Sohn zu Sohn, sodass letztendlich solche Geschöpfe rauskommen, die Merkmale haben, die überhaupt nicht gebraucht werden. Denn eigentlich braucht man als Frauenmann nicht so ein aufwendiges Gefieder. Man käme doch anders. Und letztendlich ist es ein Hindernis. Es kostet sehr viel Energie, sowas zu machen. Daraus haben die Evolutionsbiologen das Handicap-Prinzip geschaffen. Das heißt, diese Merkmale sind energieaufwendig. Und jetzt ist eine der Interpretationen, dass diese Merkmale ein indirektes Merkmal für Fitness darstellen. Das heißt, je schöner ein Mann ist, desto mehr demonstriert, er hat Zeit, er hat Energie, er ist gesund. Und der wird gewählt und dient dann als Vater für die nächste Generation. Aber es sind nicht die Männer, die das auswählen, was wir Männer uns immer glauben, es sind die Frauen, die wählen. Das war Darwin. Er hat dasselbe gesagt mit den Geweihen von Hirschen, ihren Dammhirsch. Warum wird ein so riesen Geweih gebildet? Das braucht man gar nicht. Es sind aber die Damen, die das schick finden. Ja, gut. Ja, Darwin hat über das Thema nachgedacht und hat überlegt und hat auch schon Gedanken eingebracht, vielleicht ist es auch die Schönheit, die den Frauen imponiert. Dieser Gedanke, dass es die Schönheit per se ist und nicht unbedingt nur das Handicap-Prinzip, kommt in einem neuen Buch von Richard Prum, der gerade gestern im DAI gesprochen hat, über The Evolution of Beauty. Er geht genau auf dieses Argument ein. Ich kann Ihnen das wärmstens empfehlen, wer über Female Choice reden will. Aber ich warne Sie, auch heute noch ist das Thema nicht sehr populär, dass die Frauen es sind, die die Welt steuern. Aber die Frauen wissen das bereits. Gut, meine Damen und Herren, ich komme zum Ende. Ich habe Ihnen gezeigt, dass der Mensch eine Sonderstellung im Tierreich darstellt. Er ist zwar gewaltbereit, aber nur mäßig gewalttätig, weil er selektiert wurde in etwas altruistischem Verhalten und kooperativem Verhalten. Das ist eine Besonderheit. Ja, kommen wir zur Ausgangsfrage zurück. Wer hat recht? Hobbes oder Rousseau? Und die werden jetzt sehen, eigentlich beide. Rousseau hat recht, indem er sagt, es ist doch auch die Umwelt, es ist auch die Erziehung, es sind auch diese Dinge, die das Aggressionsverhalten beeinflussen können. Wir sind auch gut, aber wir müssen daran arbeiten. Hobbes hatte auch recht, indem er sagt, es gibt ein tierisches Erbe für die Gewalt und Aggression. Sie sehen, manchmal gibt es nach einigen hundert Jahren etwas mehr Fragen in eine Thematik, die damals sehr intensiv diskutiert wurde. Ja, meine Damen und Herren, wer sich mehr für das Thema interessiert, es gibt einige Bücher dazu, den Prum, Evolution of Beauty, kann ich empfehlen, wer die menschliche Evolutionsgeschichte lesen will, Evolution, the Human Story von Dorling Kindersley und über unser kulturelles Wesen, einmal ein Buch von Edward Wilson und einmal von Pagel.
Und wer mehr über Ornithologie wissen will, etwas Eigenwerbung. Ich habe ein Buch Ornithologie für Einsteiger geschrieben. Da kommen meine ornithologischen Beispiele her. Und mit Herrn Storch zusammen ein Evolutionsbuch, da steht der Rest drin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.